Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video. Ich stehe hier immer noch in Garden City und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Externe Aufträge. Mal gucken, ob wir auch eine Neufahrt haben. Ja, immer noch nach Zielort. Gut, klar hier, ne? Dings Dodge City wird nicht gehen, aber so, ich würde sagen so Colby, Hays. Das wäre jetzt so mein Plan. Ich weiß nicht, ob das... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es von Colby nach Phillipsburg echt knapp wird. Okay, Colby haben wir gar nicht. Okay. Dann haben wir vielleicht Hays. Wie gesagt, Dodge City ist so kurz. Hays haben wir auch nicht. Haben wir Wichita. Auch nicht, das ist ja... Na, gucken wir halt mal, was wir haben, abgesehen von Dodge City. Junction City, das ist ja schon eine recht weite Strecke. Da war nicht noch was... Kansas City hätten wir auch. Und das war es fast. Und wir haben... Salina. Boah, Salina ist noch voll Junction City. Dann würde ich sagen, fahren wir dann Kartoffeln. 42.000 Pfund von Ecos Power Transport nach Ecos Power Transport in Celina. 216 Meilen. Passt, dann fahren wir auch sogar schon durch Dodge City und durch Hays durch. Allerdings, wir müssen zu jeder Stadt liefern. Oder von jeder Stadt. Zu oder von jeder Stadt. Von den 14 Städten müssen wir liefern, um das Event abzuschließen. Ja. Dann schreibe ich mir gleich mal direkt auch Celina auf. Dann starten wir mal den Motor und fahren los. Tanken muss ich noch nicht. Der reicht ja noch ein bisschen. Wie lange reicht der? Aktuell sogar noch 2000 Meilen. Also, mal schauen, ob ich dieses Event überhaupt tanken muss, zwingenderweise. Vielleicht haben wir es über, okay, 4 Meilen bis Ecos Power Transport. Hab ich eigentlich schon wieder richtig zurückgeschaltet zum richtigen Ding? Ne, noch nicht. Check Engine. Mal gucken. Irgendwann mal. Sogar noch ein bisschen außerhalb das Ganze. Jetzt haben wir wirklich auf 65. Ist ganz schön weit runtergegangen für 55. Unter 50. Gut. Hauptsache langsam genug, um nichts auf den Deckel zu bekommen. Da haben wir auch etwas, was wir fotografieren sollen. Und das Wahrzeichen da. Wahrscheinlich mit dem Schwimmbad, nenne ich es mal einfach. Der ganzen Rutschen mit dem Waterpark. Ich wollte einfach mal testen. Ich habe ja eigentlich zwei Horns da oben drauf gepackt. Klingt auch genauso wie vorher. Wobei, hatte ich die sogar schon vorher drauf gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Man könnte was behaupten, das ist schon zu lange her. Da aber es ist weniger als 12 Stunden her. Aber ja, ist verspielt. Weil sogar exakt gerade 12 Stunden her. Das erste Video. Ich bin auch lange nicht mehr mit dem Double Trailer gefahren. Dürfte hier vorne wahrscheinlich stehen oder hinten. Sieht nach hinten aus. Na, da haben wir ihn ja. Sogar schön mit ja, Güterwaggons und der Zuglinie neben dran. Zu weit hinten. Rechts. Den wollen wir mal aussatteln. Und dann wollen wir mal. Da wir es noch nicht vergessen, dass... da fährt ein Güterzug. Wieder mit mehr als 5 Waggons. Finde ich sehr nice. Gefällt mir. Na, natürlich wieder genau jetzt. Bekommt natürlich genau jetzt grün. Oh, er lässt mich sogar, wie nett von ihm. War ja wohl schon zu weit aus seiner Strecke, aus seiner Bahn. Wir fahren ja noch eine andere Strecke. Mal gucken, wo wir jetzt lang fahren. Wir fahren den Highway 50, wechseln dann auf den Highway 183, fahren durch Hays durch, auf die Interstate 70 und sind dann eigentlich schon in Celina. Electra Volt Globus Sky Services. Ich bin gespannt, wohin es danach geht. Wir werden es uns danach, nachdem wir abgeliefert haben, bei Ecos Power Transport, werden wir uns auf alle Fälle nochmal gemeinsam anschauen, wohin es dann im nächsten Video morgen geht. Ich werde auf alle Fälle danach noch mal eine Aufnahme machen. Von daher können wir schon mal ein bisschen rein linsen und schauen, was uns morgen erwartet. Hoch auf 65, jawohl. Da wollen wir jetzt natürlich ordentlich was ziehen, ein bisschen mehr als bei der letzten Fahrt mit 35.000 Pfund, jetzt sind 7.000 Pfund mehr. Also 7.500 sogar, glaube ich. Ne, 7.000 und, ja gut, wir bekommen nur 7.500 Dollar für den Auftrag, für die Kartoffeln, aber das Geld, da wird irgendwann nochmal reinkommen. Also ist schon schön mit den ganzen Feldern hier rechts und links. Ist schon echt nice. Kann man ja fast meinen, dass Agrar wichtig ist. Wir fahren ja schon perfekt durch Dodge City durch. Erstmal durch Dodge City durch. Interessant, da war ja was. Schon wieder ganz vergessen. Auf 40. Junge, Junge, Junge. Oh oh. Eieieiei. Wild. Jetzt gehen die Schranken jetzt runter. Der ist ja schon fast durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11. Schauen wir das Maximum. Aber ey. Der Zug war doch schon mit dem dritten Waggon auf dem Ding und da ging sie erst runter. Wild. Ob das daran lag, weil einfach der LKW noch mitten auf der Bahn war am Anfang? Ich wusste gar nicht, dass ich die Festschraubmusik gedingst habe, aber okay, scheinbar schon. Was haben wir jetzt hier? Wahrscheinlich ein Foto von der Railway Station von Dodge City. Machen wir nochmal ein Foto von. Was ist es? Der alte Bahnhof von Dodge City. Ist auch cool, dass man sich wirklich prinzipiell sogar hier, na, hier hinstellen kann. So dass man hier Platz hat, so. Also klar, ne? In Realität wahrscheinlich so eher so für Leute, die halt ihre Freunde, Familie, whatever hinbringen. Aber auch für uns. Wenn man hier lang fährt und weiß noch und irgendwas von irgendwas Eisenbahnmäßiges, was für oder von einer ne, vom Dings, ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme nicht drauf. War gerade zu fokussiert aufs Delivery. Was jetzt zu oder von einer. Was nicht aufdecken. Krass. Was halt Railway-related ist. Da kann man sich immer kurz davor hinstellen und dann davor einen Schnappschuss machen. Oder halt, ne, vor irgendeiner anderen Dings natürlich auch. Von irgendeiner anderen irgendeinem Bahnhof. Vorne haben wir einen Viewpunkt. Den werden wir natürlich auch mitnehmen. Wenn wir schon mal dabei sind oder in der Nähe sind. Scenic Overview. Dann sehen wir auch ein bisschen was von Dodge City. Stadtgrenze von Dodge City. 1 von 10 Wheat State Explorer. Cool. Phillipsburg an der Bahnstrecke. Ich bin mir gerade sicher, also die Stelle wirkte gerade so ein bisschen so, als ob ich es auch aus Webcam Ausschnitten gesehen habe. Aber ich weiß nicht, ob es Dodge City war oder nicht. Also wirkt zumindest fimmeliger. Da waren wir gerade gewesen, der Bahnübergang, wo einfach die Schranken zu spät runtergingen. Nice. Ah, das war ja auch recht kurz. Mir gefällt der Sound auch von der Feststellbremse. Nee, pennen muss ich nicht. Da kommt nichts, dann fahren wir einfach trotz Stoppschildes nachher halten und dann kommt doch jemand. Ist ja freie Bahn gewesen, ne? So, mit 35 würde ich sagen, erstmal hier hoch. Komm, wahrscheinlich auf 45, da kommt nichts. Jetzt kommt da was. Ach, ist doch sogar ein nettes Yield. Gut zu wissen. Und wieder hoch auf 65. Ja, gut. Bisschen zu fix dran vorbei. Und im falschen Zeitpunkt rangezoomt. Dann brauchen wir jetzt mal Richtung. Wo fahren wir mal durch? Durch Hays. Da fahren wir Richtung Hays. Weil die Abzweigung, die müsste ja noch erst kommen, ne? Ja, genau, die kommt erst gleich. Firma, Windpark wahrscheinlich. Gucken wir schon mal runter auf 40. Hier wieder die bildende Strecke. Strecke 30. Good to know. Und dann geht es jetzt Richtung Hays. Rechts geht es Richtung Greensburg. Go straight. Das ist wahrscheinlich der Water Tower. Ja. Der Water Tower von Dodge City. Und ich glaube 57 Meilen bis Hays. Wenn ich es gerade richtig im Augenblick gesehen habe. Auch hier wieder schön die weiten Flächen. Jetzt diesmal auch gar nicht hügelig, sondern in der Ferne sind Hügel, aber doch schon eher am flachen Land. Ja, ne? In der Kurve überholen. Nächste selber Officer. Falls es ein Officer war, wirkt zumindest so. Go straight. Oder war das Geblinke, wenn es Vorfahrtgewehr ist? wir einmal zu viel stoppen als einmal zu wenig. Macht ihr schön mit dem Mais? Oder sind das wieder Sonnenblumen? Hoppla. Einfach die Farmgebäude, die Bahns einfach. In der Ferne. Scheinbar ausgetrockneter Fluss. Okay, jetzt hier haben wir Sonnenblumen. Dann war es gerade wirklich Mais gewesen. Links, zu unserer Linken, haben wir Weizen. Mensch, der steht aber ja ziemlich auf der Fahrbahn. Aber cool. Aber auch schön mit der Weidefläche hier. Ist die auch. Oh. Da könnt ihr mal entfleuchen. Das sollte mal repariert werden. Oder auch. Da auch. Aber nice Gemix. Weil ich gerade noch, wollte ich gerade noch darüber reden, dass ich auch nice finde, dass ja, Hays reinladen, dass die erst auf mal ein Hays 3 von 14, dass ich es nice finde mit dem Stoppschild, dass die, ich glaube, es waren das Pferde oder war das, ich glaube, es war Rind, ne? Dass die halt auf auch am Wasser stehen, so die das binden können. Nice, gefällt mir. Okay, wir fahren einfach straight durch Hays durch und nach Hays dann jetzt auf die Interstate 70. Go straight. Ja, man, der hätte auch wieder ein bisschen schneller umspringen können, die Ampel. Belastend. Habe ich dich gerammt oder was? Scheinbar. Wirkte für mich nicht so. Okay, einfach mitten random drin im Kreisverkehr. Und damit habe ich es aber auch nicht gerechnet. Muss ich jetzt zugeben. Was? Sogar zwei hintereinander. Das ist ja... Das ist eigentlich nur einer. Was ist das denn hier für eine komische Achterkreisverkehr? Kreiselbums. Das war jetzt sogar noch überraschend, ne? Sachen, mit denen man nicht rechnet und werden noch verrückter umgesetzt sind, als es sein muss. Dann haben wir jetzt hier Next Exit Hays Museum of National History. Auch nice, das auf den Tower zu packen. dann sind wir schon gleich in Celina. Also, Next Exit Celina müsste es ja mehr oder weniger sein. Ja, wir sind auf Interstate 70. Sind alle schon fast da. Ah, es ist herrlich. Oh Gott. Trinken in der Kurve. Timing on point. Aber es ist doch gut, dass ich jetzt um diese Uhrzeit aufnehme. So fahren wir jetzt Kartoffeln und nicht wieder irgendeine Schaufel vom Farming-DLC, Farming-DLC, sondern von dem Heavy Cargo-DLC. Glaube ich, müsste es ja sein. Oder das, ja gut, Special Transport DLC nicht, aber so in die Richtung ging es ja schon fast. Aber dann wahrscheinlich hier Heavy Cargo. Eine schöne Rest Area, die auf der Karte auch ganz anders wild aussieht, als sie eigentlich ist. Ich habe nicht mit so viel Grünfläche gerechnet, wenn ich auf die Karte schaue. Kann ich eigentlich noch mit der Füllung fahren? 1400 mit Trailer. Ja, das wird auch gut reichen. Also der Volvo, der frisst ja auch nicht so viel. Im Gegensatz zum Cascadia. Da hätten wir bestimmt schon mal tanken müssen jetzt. Also noch nicht ganz, aber wahrscheinlich vertanken müssen auch halb voll. Ich meine bis Salina oder 23, irgendwas um den Dreh. Wenn ich es jetzt auf der Tafel, zumindest wirkt das beim Vorbeifahren auf der Tafel so. Auch mal schönste Abwechslung, keine Weidefläche oder Ackerfläche weit und breit zu sehen. Ja, ich werde der Reihe nach überholt werden, weil ich so langsam bin. Also nicht langsam, sondern langsamer als die Höchstgeschwindigkeit. Die zugelassene. Ja, und da sieht man es auch schon auf dem Navi. Wir sind fast da. Stay right and then exit right. Dann noch einen Shared. Erst auch mal in Celina. Gehen. Gehen dann doch noch ein bisschen zu schnell um die Kurve fast. Na, kriegen wir die Ampel noch? Turn left. wollte eigentlich schon ein bisschen früher vom Gas gehen, von der Bremse gehen. Damit das Tempo nicht allzu sehr rausgenommen wird. Okay. Ja, wo soll ich hin? Ah, hier geradeaus. Man sieht es einfach überhaupt nicht. Dann wollen wir die 45.000 Pfund Kartoffeln abliefern. Eine Fahrt kommt, glaube ich, so nach hinten mit dem, wo ich schlafen muss. Ausgezeichnet, Kartoffeln von Garden City nach Celina geliefert. Gefahrene Strecke 223 Meilen, Dauer 35 Minuten, 35 Gallon, wow, verbraucht. 131. ATS World of Trucks Auftrag war dies gewesen, der erledigt wurde. 7.500 gab es dafür und 384 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir einfach zum nächsten Raststopp, der ja denselben Weg zurück ist. Und dann schauen wir kurz gemeinsam nach, wohin es morgen gehen könnte. Haben wir eine Windturbinen-Engine, glaube ich. Also vom Schlafen müssen her, ja, dürfte eigentlich eine Fahrt noch hinhauen. Ja, bin mal gespannt. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ein bisschen fast schon wieder so gutmütig eingeschätzt, die Ampelschaltung. Ach, dann stehen sie hier so. Gut, in der gleichen Zone nochmal weiterfahren, stelle mich einfach mal hier hin. Tun wir so, ob wir es betanken. Auch wenn wir es nicht tun. Und dann gucken wir mal kurz, was die Aufträge so sagen, wo es hingehen könnte. Also wieder von hier aus wäre wahrscheinlich so Phillipsburg ganz interessant oder Colby. Gucken wir erstmal bei Colby, ob Colby jetzt da ist. Colby ist natürlich nicht da. Dodge City wäre da. Wir werden den Weg nochmal zurückfahren. Sogar den Windkraftwerksturm, den ich da gerade eben gesehen hatte. Hutchinson Natriumcarbonat. Wäre aber wahrscheinlich viel zu nah. Junction City ist auch viel zu nah. Wenn wir nah genug, eigentlich könnten wir sogar von Junction City aus was sogar haben. Ja, haben wir auch. Also, puh. Leere Paletten für 2.500, ja, für 2.000 und was war das andere nochmal? 8.000, der Kraftwerksturm. Also ich denke mal, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dann nach Dodge City fahren. Mit dem Kraftwerksturm. Aber vielleicht ist er im nächsten Video auch noch ein anderer Auftrag. Ja. Wenn ich den starte, schauen wir mal. Da werden wir nochmal so eine halbe Stunde vergeben, bevor ich den starte. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder hier vom Cruising Kansas Event. Macht's gut. Tschüss.